Wir kommen zum Fußball. Da geht's flotter voran. Noch bis nächsten Freitag beim Spiel auswärts gegen Babelsberg ist FCM-Coach Andreas Pedersen ja wegen Fehlverhaltens, Sie wissen, der Schubser, für den Innenraum gesperrt. Das Coachen der Mannschaft hat so lange Co-Trainer Danny König übernommen. Und der stand heute also beim Spiel gegen den Angstgegner Hertha BSC, die zweite, auch an der Seitenlinie. Denn sage und schreibe, 9 von 10 Spielen gegen die Berliner gingen verloren. Immer eine halbe Stunde vor Spielbeginn muss Andreas Pedersen raus aus der Mannschaftskabine. So sehen es die strengen Regularien für die verhängte Innenraumsperre vor. Zusammen mit Lebensgefährtin Jacqueline bezieht der FCM-Coach heute mal Position direkt unterm Stadiondach. Der Büßer sitzt weit weg von der Mannschaft. Zumindest die Sicht von hier oben entschädigt etwas. Ich denke mal, vom Blick her überragend, aber ansonsten ist mein bester Platz da unten an der Wand. Unten an der Seitenlinie flucht stattdessen Danny König. Der Co-Trainer hat nämlich jetzt das Sagen, auch in diesem Spiel gegen den Herthaner Nachwuchs. Die spielen in den gelben Trikots und treten hier mit 8 Profis im Kader an und finden auch gleich den Zug zum Tor. Ich habe es der Mannschaft kurz vor dem Spiel noch mal gesagt, es war nicht das Spiel Fünfter gegen Vorletzter. Es war im Endeffekt durch die Besetzung von Hertha war es ein Spitzenspiel der Regionalliga. Ein Allerweltsfoul wird spielentscheidend. 36. Spielminute, ein Herthaner liegt am Boden. 2 Spieler behakeln sich verbal und körperlich. In der Konsequenz zeigt der Schiri rot für Sandro Wagner. Der Berliner Nachwuchs also ab da mit einem Mann weniger auf dem Platz. Aufregung in luftiger Höhe, Aufregung auch unten auf dem Rasen in Hälfte 2, denn endlich fallen Tore. 63. Minute, da steht Christian Beck wieder einmal goldrichtig. Macht sein 10. Saisontor, das 7. mit Köpfchen. Mitten in diese blau-weiße Euphorie hinein gelingt den Herthanern aber der Ausgleich. Rechts vertändelt Witteritti, 4 Magdeburger kriegen den Ball nicht weg. Wieder ist alles offen. In der 75. Minute sehen die 4500 Zuschauer diese Szene, als Beck stürzt. Und jetzt dreht Hertha völlig durch. Es gibt 11 Meter und das zu Recht. Nico Hamann verwandelt, es ist sein 4. Elfmeter in dieser Saison. Die Krönung einer starken Mannschaftsleistung der Magdeburger dann 2 Minuten vor Ende. Da macht Kapitän Lars Fuchs das 4:1 und das mit rechts. Für einen Linksfuß sehr ungewöhnlich. Große Freude bei Co-Trainer Danny König. Seit 5 Spielen sind die Blau-Weißen jetzt ungeschlagen. Vielleicht sollte der Coach jetzt immer unter dem Stadiondach sitzen bleiben. Also ich glaube, das Wichtigste sind ja immer die Ergebnisse. Und wenn die denn so in dieser Art und Weise passen, dann würde ich gerne immer da oben bleiben, obwohl ich, wie gesagt, sehr, sehr ängstlich bin, Höhenangst habe. Eine halbe Stunde nach Spielende darf dann auch endlich wieder der Trainer zu seiner Mannschaft. Noch ein Spiel Sperre jetzt, dann ist auch dieses Kapitel endlich erledigt.